Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. So, Monolidschatten. Hatte ich ja schon im Sonntagsvideo vorgestellt, das ist der Trend für 2019. Also, wir lieben alle irgendwie, jeder liebt irgendwie Lidschattenpaletten, aber mal ganz ehrlich, wann benutzen wir alle Farben und wer hat immer die Zeit, besonders morgens, so eine ganze Palette auszuprobieren? Also, welche Farbe benutze ich? Also, meistens nimmt man da eine 2, 3. Es soll ja schnell gehen. Es soll schnell gehen und trotzdem wollen wir hübsch aussehen. Wir wollen die Vorzüge, besonders unsere Augen, gerne betonen. Also der Monolidschatten feiert sein Comeback, sowohl in flüssiger, nee Quatsch, nicht flüssig. Doch flüssig gibt es auch, in cremiger Form, aber verbreiteter cremiger oder eben pudrig. Und ich möchte heute Drogerieprodukte benutzen und fange gleich mal an mit einem Full-Face-Drogerie. Ich hatte keinen Monolidschatten aus der Drogerie und habe mir einen gekauft von der Firma Trend It Up. Grundsätzlich kann jede Lidschattenfarbe für einen, also Monolook, benutzt werden. Hauptsache, also ihr müsst darauf achten, es soll zu euren Augen passen, zur Haarfarbe, zu den Klamotten, zur Hautfarbe. So, jetzt fange ich erstmal an, mein Gesicht. Ich benutze hier dieses Hydra Genius von L'Oreal. Dieses Aloe Serum und massiere mir die Feuchtigkeit großzügig, ganz sanft drücke ich sie in meine Haut ein, also ne, dass es schön einzieht. Als Concealer den Age Perfect von L'Oreal. Könnt ihr mit dem Schwämmchen, mit dem Finger, mit einem Concealerpinsel ganz sanft einklopfen. Ich habe schon eine Eye Base drauf, die ist allerdings sehr gewöhnungsbedürftig. Und zwar ist die von NYX. Das ist eine sehr cremige, feste Textur. Ich kann das gerne mal vorführen. Die lässt sich auf dem Augenlid ziemlich schwer verblenden. Ich nehme jetzt mal hier diese Highlighter Drops, auch von L'Oreal sind die. Die kamen im letzten Jahr ganz groß in Mode. Gib mir ein klein wenig, weil die sind wirklich heftig. Auf den Handrücken ein Synthetica-Pinsel und tupf mir das hier auf dem obersten Wangen, also hier oben auf dem Wangenknochen auf. Natürlich kann man das auch auf die Foundation geben, aber ich möchte schon mal so einen kleinen Touch vorarbeiten unter der Foundation. So. Dieser Catrice One Minute Face Perfector. So, dazu nehme ich jetzt auch einen Synthetica-Pinsel und trage mir, weil die doch sehr matt ist, ein bisschen sieht man noch, ein klein wenig, trage ich mir das jetzt sparsam, ganz sparsam. Auf. Ihr habt mir geschrieben, ich kenne MA-Sam nicht. Ich kenne MA-Sam nur vom Hörensagen und von QVC oder HSE oder wie die alle heißen, diese Verkaufssender, dass dieses Produkt damit zu vergleichen ist. Es ist so ein Mousse. Ne? Man kann dieses Mousse benutzen als Primer oder als Full-Face-Make-up. Es legt sich leicht auf die Haut und hat einen absolut mattierenden Effekt. So. Von dem Highlighter, also ich sehe noch ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das auch seht. Es ist wirklich das Auftragen, also es ist minimal, ne?
Und das ist keine Schicht. Man deckt lediglich so, man lässt im Prinzip die Haut so, wie sie ist und deckt lediglich ein wenig ab. Wir sind ja nicht völlig uneben oder es ist ja nicht das ganze Gesicht rot. Es ist ein schwebendes, leichtes Make-up-Mousse. Eyeshadow von Trended Up. Das ist ein cremiges Produkt, goldfarben. Und nehme dazu einen flachen Pinsel und gebe diese Farbe auf. Sieht man nichts? Doch, man sieht was. Jetzt sehe ich was. Großzügig auf das bewegliche Lid auf. Nur bis zur Lidfalte. Jetzt nicht oben drüber malen. Und damit ihr einen schönen Abschluss habt, entweder ein Tesa oder besonders bei dunklen Farben, bei der hellen ist es nicht so dramatisch, dass das hier abschließt. Wenn ihr den Pinsel anfeuchtet, bekommt ihr natürlich ein intensiveres Farbergebnis. So. Jetzt nehme ich einen Verblenderpinsel und verblende das. Verblende das, bevor es trocken ist. Also die Qualität, na gut, ist für mich auch Premiere. Kannte ich jetzt noch nicht, Trended Up. Aber die gehen jetzt alle irgendwie in die Richtung mit, oh. Die gehen jetzt alle in die Richtung mit cremigen Lidschatten. Ist ja auch wieder modern, ganz trendy. Auf die Wasserlinie gebe ich jetzt hier einen schwarzen Kajal. Dieser Matte Blush von Maybelline in Flirty Pink für Apfelbäckchen. Mit dem Pinsel hier ein bisschen verblenden. Und ich finde, es ist noch ein bisschen, es ist ein wenig matt. Bleiben wir mal, also hier mit mache ich nur kleines Tröpfchen von dem Highlighter. Diese Drops sind, die haben es wirklich in sich, muss ich schon sagen. Also mit diesen dunklen Augen, das ist eine Gewöhnungssache. Das haben wir ja also Jahrzehnte, ne gut, nicht Jahrzehnte, aber viele Jahre nicht gemacht. So. Naja, Drogerielook. Die sind schön, diese Drops. Da hat man ja ewig von. Ne? Man braucht ja wirklich nur ganz minimal. Und nun kommt jetzt der hier zum Einsatz. Das ist einer von den neuen Essence Glossen. Die so toll schmecken. Passend der glänzende Lipgloss zu den glänzenden Wangen. Also jetzt ist der Look fertig, relativ schnell geschminkt mit der Premiere hier, mit diesem Trended Up. Da gibt es noch andere Farben, ich glaube ich 3 Stück. Ich schätze mal, das hält ja erst alles Einzug jetzt im Frühjahr. Ich glaube von Catrice habe ich auch schon cremige Lidschatten gesehen. Ein heller Lidschatten, das ist sehr, sehr sonnig, sehr. Das sieht frisch aus. Passt eigentlich auch zu jeder Augenfarbe, würde ich sagen. Also mit einer Lidschattenfarbe kann man durchaus sich auch einen schönen Alltagslook schminken. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr nicht viel nach oben geht. Ne? Also an der Lidfalte, unterhalb der Lidfalte aufhören,
Und dann mit einem großen, also mit einem Verblenderpinsel, das ein bisschen ausblenden. Besonders bei einer hellen Farbe ist eigentlich wurscht, da könnt ihr auch einen Finger nehmen. Aber bei dunklen Farben wird es schon schwieriger, das zeigen wir dann auch. Wir können auch mal, oder ich kann ja auch mal pudrige nehmen, pudrige Monolidschatten. Habe ich noch nicht. Müsste ich dann kaufen. Habe ich eins? Doch, Quatsch, natürlich. Entschuldigt bitte. Ja, das ist jetzt mein Drogerie-Full-Face-Look. Ich bin nach wie vor mit diesem Teil zufrieden, mit diesem One-Minute Face Perfector. Die Haut, das stimmt, ist ein bisschen stumpf, ist ein bisschen matt, aber ist ja auch bei manchen Sinn und Zweck der Sache. Dann kann man sich ja einen Bronzer oder einen Highlighter, irgendwas, nicht glitzern. Also es glänzt sehr in diesem Frühjahr, Sommer 2019, aber nicht glitzern, ne? wie an Weihnachten. Es glänzt, die Haut glänzt, die soll so schön schimmern. Man sagt ja auch so eine Glass-Skin, also Glashaut, ne? Gibt es ja auch viele Videos dazu. So im Geisha-Look, ne? Wie die Asiatinnen sind. Die haben ja so eine helle Haut und nun wollen die Europäerinnen das auch gerne nachmachen. Also nicht mehr dunkel schminken, heller. Es wird alles ein bisschen heller, freundlicher, wie die kommende Jahreszeit auch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Seid besonders gut zu euch und bis bald. Ciao.